Hast du gehört, dass in Deutschland bereits offiziell Cannabis angebaut wird? Keine Chance. Wie soll das denn funktionieren? Du kennst doch bestimmt diese Hochsicherheitstrakte eines Gefängnisses. Ja, völlig krank. Nun ja, so in etwa kannst du dir den Anbau von Cannabis in Deutschland vorstellen. Was meinst du? Dadurch, dass Cannabis immer noch ein Betäubungsmittel und ein pharmazeutischer Wirkstoff ist, muss es in einem banktresorähnlichen Gebäude angebaut werden. Meinst du Prison Break ähnlich oder wie bei Escape Plan ähnlich? Das sind Pflanzen, keine Gefängnisinsassen. Ich meine reine, abgeschlossene Räume und Ablüftungssysteme in Millionenhöhe. Okay, baut ihr als Cannabis-Unternehmen dann selbst an? Wie gesagt, unter den aktuellen Auflagen geht das in die Millionenhöhe. Wir lassen also liefern und warten ab, was die Politik dazu sagt. Warum ist das wichtig? Weil noch nicht klar ist, inwieweit sich nach der Legalisierung die Auflagen für den Anbau ändert. Das kann dann zwischen Maschendrahtzaun mit Alarmanlage und den heutigen Hochsicherheitsstandards liegen. Sheesh! Weißt du noch? Was? Maschendrahtzaun.